Dieses Video zeigt die Kollision zweier Megayachten mit einem Gesamtwert von etwa 265 Millionen Dollar. Vor der Küste Neapels ist die 78 Meter lange Venus mit der 105 Meter langen Lady Mora des mexikanischen Milliardärs Ricardo Salinas zusammengestoßen. Übrigens, die 78 Meter lange Venus gehört der Witwe von Steve Jobs. Mit Rufen und dem Signalhorn hat die Besatzung der Lady Mora vergeblich versucht, auf die drohende Kollision aufmerksam zu machen. Der mexikanische Milliardär hat scherzhaft kommentiert, der Schaden sei nur ein großer Kratzer, dessen Reparatur teuer wird. Salinas hat zudem Kritik an der Verantwortlichkeit der Kapitäne geäußert und das Video gepostet, um die Wichtigkeit eines aufmerksamen Kapitäns zu betonen. Die Crew der Venus hingegen hat die Lady Mora für die Kollision verantwortlich gemacht, da sie den Anker mit einer zu langen Kette ausgeworfen habe, was zum Zusammenstoß geführt hat.